Meine Damen und Herren Abgeordnete, Herr Holter, wie wäre es denn gewesen in Ihrem Umfragekatalog mit der Frage, wie sind Sie zufrieden mit der Arbeit der Oppositionsparteien? Und Herr Holter, was ich ein bisschen vermisst habe bei 25 Jahren Mecklenburg-Vorpommern, zu 25 Jahren Mecklenburg-Vorpommern gehört auch immer ein bisschen dazu, wo sind wir hergekommen, was haben wir vorgefunden, welche Ausgangsbedingungen. Auch das gehört bei dem Replik dazu. Ja, ich bin dankbar, dass der Ministerpräsident eine Regierungserklärung zu dieser 25 Jahre Mecklenburg-Vorpommern-Geschichte gegeben hat, weil sie alleine schon an der Zusammensetzung der Redner zeigt, wie selbstverständlich nach 25 Jahren die Zusammensetzung des Parlaments, die Herkunft der einzelnen Abgeordneten etc. ist. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, denn das gehört zur Geschichte dazu. Ich selbst habe eine typische Ostbiografie, wie man sagen würde, im Osten groß geworden, Polytechnische Oberschule besucht, Grundwehrdienst, anschließend in einem Kombinat bzw. in einer LPG gearbeitet. Ich weiß, wir alle wissen, wie viele Menschen sich in der ehemaligen DDR in ihren Nischen eingerichtet haben und ein glückliches Leben geführt haben, Ich weiß aber auch, dass die DDR alle Freiheitsbestrebungen konsequent und mit Gewalt unterdrückt hat. Sie war eben unstrittig kein Rechtsstaat. Und das wissen wir alle, die im Osten groß geworden sind. Meine Damen und Herren, umso größer waren aber auch die Hoffnungen, die durch die Montagsdemonstration, die durch die Bürgerbewegung, den Fall der Mauer und letztendlich auch durch die Wiedervereinigung geweckt wurden. Freiheit und Wohlstand, das war die große Verheißung für Millionen Ostdeutsche, auch für mich. Ich hatte das große Privileg, den Prozess der Wiedervereinigung sowie der Gründung und den Aufbau des Landes Mecklenburg-Vorpommern zunächst in der letzten frei gewählten Volkskammer und später im Landtag von Anfang an mit begleiten zu können. Ich weiß noch, wie es am Anfang war. Ich weiß, welche Zusammensetzung die Parlamente hatten. Ich weiß eine sehr spezielle, eine emotionale und eine ungemein spannende Zeit. Viele der Kollegen, dazu zähle auch ich mich, hatten keine oder kaum Erfahrung auf politischer Bühne. Und plötzlich sollten wir gemeinsam wichtige, zukunftsträchtige Entscheidungen treffen. Als dann endlich die Wiedervereinigung kam und das Land Mecklenburg-Vorpommern gegründet wurde, ging für viele, glaube ich, ein Traum in Erfüllung, den Menschen ein halbes Jahr, ein Jahr vorher sich nicht ansatzweise hätten gewagt, träumen zu lassen. Es war ein toller Tag für das Land. Viele Menschen haben damals mitgeholfen und ihren Beitrag dazu geleistet, dass wir alle dieses Ereignis miterleben konnten. Darüber kann man auch heute noch sehr stolz und sehr glücklich sein. Und ich bin allen dankbar, die dazu beigetragen haben, dass es so gekommen ist, wie es vor 25 Jahren gekommen ist. Aber jetzt, meine Damen und Herren, ging für alle die Arbeit erst richtig los. Alles war im Umbruch. Lebensläufe brachen, Strukturen lösten sich auf, die Menschen waren glücklich, sie waren frei und sie waren vor allem voller Hoffnung. Aber viele waren natürlich auch verunsichert. Viele hatten Angst vor der Zukunft, Angst vor der Ungewissheit, wie es weitergehen wird. Gewiss war erstmal nur eins: Die Freiheit war da, sie war vollumfänglich, sie war grenzenlos und sie war für jeden erlebbar. Niemand wurde verhaftet, weil er sich kritisch zu politischen Themen äußerte. Und niemand wurde mehr erschossen, nur weil er in den anderen Teil Deutschlands wollte. Wir fühlten uns befreit, aber wir fühlten auch zur damaligen Zeit bereits die große Verantwortung. Der Staat, der Wohnung und Arbeit zuteilte, der den Konsum regulierte, der in nahezu alle Lebensabläufe hineinregierte, vieles vereinheitlichte und vieles vorgab, er war nicht mehr da. Wir mussten lernen, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Das war für uns eine neue, eine ganz schwierige Erfahrung. Die vollen Regale in den Kaufhallen brachten unsere Augen zum Leuchten, genauso wie uns die große Auswahl an Versicherungsverträgen schier zur Verzweiflung brachte. Die Bürger der neuen Länder mussten viele Entscheidungen plötzlich selbst fällen. Und wie wir alle wissen, kam nicht jeder damit vollends zurecht. Hier war Politik gefragt, den Menschen zu helfen und sie beim Start
in die Freiheit zu unterstützen. Die gleiche Politik, die selbst in einem Lernprozess war. Dass das nicht fehlerfrei abgehen konnte und auch nicht fehlerfrei abgegangen war, ist ja selbstverständlich. Meine Damen und Herren, als sich der Landtag am 26. Oktober 1990 konstituierte, Ministerpräsident verwies bereits darauf, war Kollege Backhaus, Kollege Seidel und ich diejenigen, die damals schon mit dabei waren. Eine der ersten Entscheidungen war ja die Entscheidung, wo erhält der Landtag seinen Sitz. Damals ist es mehrheitlich für Schwerin ausgegangen. Ich denke, es war eine kluge und eine richtige Entscheidung. Aber es gab auch andere Bewerber, auch das vergisst man heute immer wieder in dem Zusammenhang. Auch das gehört zur Geschichte dazu. Und meine Damen und Herren, wenn man 25 Jahre Revue passieren lässt, müssen wir feststellen, das Land Mecklenburg-Vorpommern hat sich bemerkenswert entwickelt. Und das wird genau umso bemerkenswerter, wenn wir uns auch vor Augen führen, wie alles begann. Ich kann mich noch gut erinnern an die Zusammensetzung des ersten Landtages. Die wenigsten von den damaligen Abgeordneten waren Politprofis und wir hatten überhaupt keine rechte Vorstellung darüber, was uns erwartet. Wir waren motiviert, wir waren engagiert, wir waren entscheidungsbereit, aber zur Wahrheit gehört auch, wir waren ungemein hemdsärmlich und Rechtsvorschriften waren nicht in jedem Fall bei uns so vorgesehen, wie man sich das vielleicht heutzutage vorstellte. Und nicht jeder Berater, den wir zur Seite hatten, war unbedingt mit der besten Qualifikation an unserer Seite. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Doch es half alles nichts. Wir mussten staatliche Strukturen neu aufbauen. Die Kommunen, die Polizei, die Feuerwehr, Justiz, das Sozialwesen, das Bildungssystem, die Verwaltung, Sport, Verkehrsinfrastruktur, alles wurde umgekrempelt oder ganz gleich neu geschaffen. Natürlich haben alle dabei, egal wie die Regierungskonstellation aussah, Fehler gemacht. Einige Entscheidungen würde ich mit Sicherheit behaupten können, das kann, glaube ich, jeder aus der damaligen Zeit, würde man heute nicht so wieder treffen. Aber ich denke, das ist ganz normal und man muss auch zu solchen Entscheidungen im Kontext der damaligen Zeit stehen und sie auch so betrachten. Wir standen vor der gewaltigen Herausforderung, die DDR zu überwinden und das Land neu zu erfinden. Wir mussten zahlreiche wichtige Entscheidungen treffen. Dafür hatten wir weder viel Zeit, noch hatten wir die Erfahrung und gleich gar nicht hatten wir einen doppelten Boden. Doch trotz dieser Unwägbarkeiten haben wir gemeinsam viel entscheidende Weichen für eine erfolgreiche Entwicklung hier in Mecklenburg-Vorpommern stellen können. Und darauf können alle, die dazu beigetragen haben, stolz sein. Meine Damen und Herren, die meisten Mecklenburg-Vorpommern haben unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und unseren Rechtsstaat schnell verinnerlicht und schätzen gelernt. Die großen, vor allem wirtschaftlichen Umwälzungen nach der Wiedervereinigung führten aber mancherorts auch zur Verbitterung und zur Ablehnung. Es zeigte sich, die Einführung demokratischer Strukturen macht noch nicht aus jedem Bürger einen Demokraten. Wie man nicht zuletzt eindrucksvoll hier rechts außen auch im Plenarsaal sehen kann. Den traurigen Höhepunkt dabei bildeten ohne Zweifel, auch darauf wurde bereits kurz eingegangen, die Ausschreitung in Rostock-Lichtenhagen im August 1992. Fremdenhass, Unzufriedenheit, Perspektivlosigkeit bilden damals eine gefährliche Mischung. Nur knapp sind wir einer noch größeren Katastrophe entkommen. Die Ereignisse rund um das Sonnenblumenhaus zeigten uns, dass noch nicht alle Menschen in dem vereinten Deutschland angekommen waren. Hier musste Politik, hier musste Wirtschaft, Gesellschaft, alle etwas tun. Sie standen vor einer großen Bewährungsprobe. Und wir müssen alles tun, aber auch wirklich alles, dass sich solche Ereignisse wie Rostock-Lichtenhagen niemals wiederholen dürfen. Weder in Deutschland noch in Mecklenburg-Vorpommern, meine Damen und Herren. Wenn Sie heute die Deutschen danach fragen, was sie bewegt, dann bekommen Sie ganz unterschiedliche Antworten. Die Flüchtlingssituation, der Ukraine-Konflikt, die Euro-Krise, das Bildungssystem, das sind typische Antworten im Jahre 2014, 2015. Das ist aber noch gar nicht so lange her. Da hatten die Deutschen ganz andere Sorgen. Zwei Jahrzehnte lang galt nur das Thema Arbeitslosigkeit als oberster Wert in der Befragung. Die, die arbeitslos waren, wollten einen Job und die, die einen hatten, wollten ihn nicht verlieren. Die Wiedervereinigung Deutschlands zeigte uns schmerzlich, dass ostdeutsche Unternehmen in großen Teilen in keiner Weise konkurrenzfähig war. Die DDR bot zwar alle Kräfte auf, um ihre Betriebe vor dem Untergang zu bewahren,
Doch irgendwann musste das Kartenhaus einstürzen und die Folgen waren verheerend. Gerade hier in Mecklenburg-Vorpommern konnten wir die Auswirkungen spüren. Zahlreiche Kombinate und volkseigene Betriebe standen vor dem Aus. Dabei war der Nordosten der Republik sowieso vom Grundsatz her immer schon strukturschwächer als andere Bundesländer in den neuen Ländern. Militär, Landwirtschaft und Werften prägten das Bild in unserem Land neben der Tourismusbranche. Durch den Umbau in der Bundeswehr wurden viele Standorte geschlossen oder verkleinert, was in den betroffenen Gemeinden meist zu einer mittelschweren Katastrophe führte. Die Landwirtschaft ist heute super aufgestellt, innovativ und ein echter Vorzeigesektor in unserem Land. Die notwendigen Produktionsveränderungen und Steigerungen gingen jedoch mit zahlreichen Entlassungen einher, wie man weiß. Und dann war ja danach auch unser Schiffbau, der uns über viele Jahrzehnte, ja bis zum heutigen Zeitpunkt, immer wieder als ein nicht ganz einfacher Sektor begleitet. Die Werftenkrise zog sich durch die 90er Jahre und hinterließ deutliche Spuren in unserem Land. Viele Werftarbeiter verloren ihre Arbeit und hatten große Schwierigkeiten, eine Neueinstellung zu finden. Die Rahmenbedingungen waren wirklich schlecht. Die Lage war angespannt und die Hoffnung auf schnelle Besserung klein. Tja, und so kam es eben, dass manchen die Identifikation mit Demokratie und Marktwirtschaft recht schwer fiel. Hinzu kam eine gewaltige Abwanderungswelle zur damaligen Zeit. Viele junge Menschen, darunter gerade viele junge Frauen, verließen unser Land und versuchten ihr Glück in anderen Teilen der Bundesrepublik, insbesondere in den alten Bundesländern. Wer wollte ihnen das damals verübeln? Auch wenn 300.000 gut ausgebildeten Menschen das Land verlassen, machte das aber den Aufbau Ost nicht unbedingt leichter. Die Voraussetzungen für einen super Start haben zur damaligen Zeit an sich anders ausgesehen. Und dennoch, Mecklenburg-Vorpommern gelang das Comeback und hat eine, wie ich meine und auch die Fraktion, sehr, sehr beeindruckende Entwicklung hingelegt. Die Menschen hier packten an, sie wollen aufsteigen, ein schöneres Leben leben und die Zukunft ihrer Kinder sichern. Sie wollen ihren Beitrag dazu leisten, dass es in Mecklenburg-Vorpommern vorangeht. Überall im Land kann man das spüren. Klar gibt es Unzufriedenheit und Resignation, aber der Optimismus und der Glaube an die eigene Stärke überwiegen. Und es freut mich sehr, dass es sich in vielen Fällen zum heutigen Zeitpunkt auszahlt. Die Lebensleistung, in einer Diktatur aufzuwachsen, zu leben, Kinder zu kriegen, einem Beruf nachzugehen, nur um sich dann in einer Demokratie alles neu erarbeiten zu müssen, kann man nicht hoch genug einschätzen. Den Menschen, die das geschafft haben, zolle ich höchsten Respekt. Sie haben uns alle Anerkennung verdient und wir sind auch ihnen zu Dank verpflichtet, weil sie mit dazu beitragen, dass das Land aufgebaut wird. Ohne sie wäre der Aufbau unseres Landes in der Form, wie er derzeit stattfindet, nicht möglich. Und erst durch diese Leistung war es möglich, große Teile der Skeptiker mit dem enormen Wandlungsprozess nach der Wiedervereinigung zu versöhnen. Heute ist unser Land gefestigt. Der Rechtsstaat unumstößlich ist, die demokratischen Werte sind fest verwurzelt. Daran werden weder Nazischläger auf der Straße noch braune Abgeordnete in unserem Landtag irgendetwas ändern. Das kann ich Ihnen ganz klar versprechen, meine Damen und Herren. Zu der Erfolgsstory Mecklenburg-Vorpommern gehört natürlich auch, dass man Entscheidungen treffen muss, auch in der Politik, die hin und wieder nicht einfach sind und die auch, das gehört zur Demokratie, lebhaft diskutiert werden. Eine der wichtigsten war zweifelsohne die komplette Erneuerung der Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern. Ob Schulen, Kitas, Wohnungs-, Verwaltungsgebäude, Nahverkehr, Versorgungsnetze, in einem atemberaubenden Tempo haben wir das Land modernisiert. Besonders deutlich, das wurde hier schon mal kurz erwähnt, wird das auf unseren Straßen und Autobahnen. Was war es für eine Qual, den Schlaglöchern auf der Buckelpiste A24 auszuweichen oder einmal quer durch das Land reisen zu müssen. Es waren unhaltbare Zustände. Allen war klar, dass auf dieser Grundlage keine vernünftige wirtschaftliche Entwicklung möglich war. Und so ist viel Geld in die Hand genommen worden, viel Unterstützung gegeben worden. Es war gut und richtig,
dass wir eine so hervorragende Infrastruktur auch im Straßen- und gerade im Straßenverkehrswesen geschaffen haben. Die Ergebnisse können sich in jedem Fall sehen lassen. Heute regen wir uns bereits auf über Autobahnbaustellen in der Ferienzeit und darüber, dass nach einem strengen Winter die Frostschäden nicht schnell genug behoben werden. Sicherlich ärgerlich, aber im Vergleich zu den 90er Jahren sind das alles Luxusprobleme. Mit dieser modernisierten Infrastruktur konnte sich schließlich auch die soziale Marktwirtschaft voll entwickeln und ihre Stärken entfalten. Es gibt ja nach wie vor wirtschaftliche Kräfte, die hier andere Vorstellungen haben oder politische Kräfte, aber ich glaube, da kann man nur sagen, das wird hoffentlich auch immer ein Traum bleiben. Und meine Damen und Herren, ja, es war richtig, dass wir gesagt haben, ja, wir setzen zuallererst auf den ersten Arbeitsmarkt und erst im nächsten Schritt flankieren wir ihn durch den zweiten Arbeitsmarkt. Aber immer ergänzend und nicht konkurrierend. Das Ergebnis ist beeindruckend, ein robustes Wirtschaftswachstum, die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung, viele neue sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse und ein sehr gutes Ausbildungsniveau. Was für eine tolle Entwicklung. Aber an der Stelle möchte auch ich betonen, die Erneuerung unserer Infrastruktur wäre ohne den Solidarpakt und die damit verbundene Aufbauhilfe niemals möglich gewesen. Und sie ist auch nach unserer festen Überzeugung noch nicht abgeschlossen. Trotzdem deshalb von der Stelle herzlichen Dank für die Unterstützung, die auch dringend notwendig war. Von großer Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Bundeslandes zweifelsohne die Frage im Tourismusbereich. Gewiss, schon zu DDR-Zeiten strömten insbesondere die Sachsen an die Ostsee. Aber erst die Wiedervereinigung gab den entscheidenden Schub. Wir investierten viel Geld. Es wurde von den Betreffenden eine kluge, vorausblickende, klare Strategie verfolgt. Mit guter Infrastruktur, mit professionellem Marketing ist eine Marke geschaffen worden, die in Deutschland immer wieder dazu führen, dass wir derzeit als Urlaubsland Nummer 1 gelten. Egal ob die Infrastrukturen, die Angebote im Binnenland oder an der Ostsee, wir sind ein Land zum Leben. Das ist ein großartiger Erfolg, an dem viele Menschen ihren Anteil haben. Der Erfolg als Tourismusparadies führt auch dazu, dass unser Land viel positiver national und international wahrgenommen wird. Die Urlauber, die zu uns kommen, nehmen viele schöne Eindrücke und Erinnerungen mit nach Hause. Mecklenburg-Vorpommern als lebens- und als liebenswertes Idylle, das bleibt hängen. Mittlerweile ist es aber so, dass die Menschen nicht mehr nur ihre freien Tage hier verbringen wollen. Nein, jetzt kommen auch Menschen hierher im Rahmen der Zuwanderung nach Mecklenburg-Vorpommern, die ihr ganzes Leben hier verbringen wollen, aus Teilen der alten Bundesrepublik zu uns kommen und sich hier ihren Lebensabend oder auch die Arbeitsperspektive schaffen. Wir mögen keine starke Industrie oder große Versicherungen und Handelsunternehmen haben, aber wir haben einen Arbeitsstandort Mecklenburg-Vorpommern und Universitätsstandort, Hochschulstandort, der immer attraktiver wird. Das führt dazu, dass wir den massiven Bevölkerungsschwund stoppen konnten. Tatsächlich konnten mittlerweile mehr Menschen zu uns als das Land verlassen. Was für eine gute Entwicklung, die vor 10 Jahren in der Form nicht ansatzweise zu prognostizieren war. Darauf müssen wir aufbauen und darauf können wir auch aufbauen. Aber dennoch, meine Damen und Herren, an der demografischen Entwicklung können wir nicht vorbeiregieren. Es ist eben ein himmelweiter Unterschied, ob in einem Land wie bei uns 69 Einwohner auf den Quadratkilometer wohnen oder in einem Land wie Nordrhein-Westfalen über 500 Einwohner auf einem Quadratkilometer wohnen. Denn nur weil wir dünner besiedelt sind, haben unsere Bürger doch nicht automatisch einen geringeren Anspruch auf öffentliche Leistungen und Infrastrukturen. Auch Antlammer wollen ins Theater gehen, Malchow möchte sich eine Bibliothek erhalten oder Pasewalk besteht Bedarf für Sporthallen und Sportparks. Und natürlich erwarten auch die Eltern im ländlichen Raum von uns, dass wir für ihre Kinder eine qualitativ hochwertige Bildungsinfrastruktur zur Verfügung stellen. Die Wahrheit ist aber, das schaffen wir nur, wenn wir an anderer Stelle schlanker wären.
Die Kreisgebietsreform, Herr Holter, und die Justizreform wurde hier schon angestellt. Auch die Polizeistrukturreform waren und sind mit Sicherheit nicht beliebt. Und sie sind auch nichts, wo Sie als verantwortlicher Politiker einen Sympathiepreis gewinnen können. Aber sie waren und sie sind notwendig. Da geht kein Weg dran vorbei. Das ist meine feste Überzeugung. Wir müssen uns den Gegebenheiten anpassen. Und manchmal heißt das eben dann auch, wir müssen auch die Strukturen anpassen an die Gegebenheiten. Ich weiß aber auch, ohne die vielen ehrenamtlichen, engagierten Bürger in unserem Land wäre solche Veränderung sowieso nicht möglich. Überall in den Gemeinden, Städten, in den Feuerwehren, beim THW, beim Sport, in sozialen Organisationen, in vielen anderen Lebensbereichen, in der Kirche, leisten Sie alle einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft und für unser tägliches Miteinander. Das ist bemerkenswert und das zeigt die Stärke unseres Landes. Und dabei dürfen wir eben nicht vergessen, wo wir hergekommen sind. Sicherlich, ehrenamtliches Engagement gab es zu Teilen schon zu DDR-Zeiten. Aber vieles war damals auch mehr oder weniger verordnet. Der damit verbundene quasi staatliche Strukturen sind mit dem Untergang der DDR alle weggebrochen. Es war ein riesiger Kraftakt vieler Frauen und Männer, diese Strukturen in unserem Land, Mecklenburg-Vorpommern, neu aufzubauen und vor allem demokratisch aufzubauen. Da ist Großartiges geleistet worden. Gerade dieser anstrengende Reorganisationsprozess kann und darf nicht oft genug gewürdigt werden. Das dürfen wir nie vergessen, weil ohne Ehrenamt kann diese Gesellschaft nicht funktionieren. Wie wichtig ehrenamtliche Helfer sind, sehen wir nicht zuletzt in der aktuellen Flüchtlingskrise. Alle meine Länderkollegen betonen, wie bedeutend der Einsatz der freiwilligen Helfer ist. Das ist keine Pflichtübung, sondern sie tun das, weil sie vor Ort sehen, mit wie viel Herzblut und Engagement die Menschen dabei sind. Ohne sie, das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, würden wir diese Herausforderung derzeit nicht meistern können. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Menschen motivieren, weiter mitzumachen. Und um das zu erreichen, müssen wir bei allen notwendigen Veränderungen sicherstellen, dass wir die Menschen in unserem Land immer mitnehmen. Je komplizierter und je gravierender die Entscheidungen der Regierenden sind, desto mehr müssen wir erklären, desto mehr müssen wir werben und desto mehr müssen wir auch zuhören können. Natürlich werden wir niemals alle zufriedenstellen. Widerspruch um Widerstand wird es in einer lebendigen Demokratie immer geben, aber eben mit den dementsprechenden Spielregeln auch, meine Damen und Herren. Wir können und wollen in einem Land, das so sehr auf die Unterstützung der Ehrenamtlichen angewiesen ist, nicht an eben jenen Ehrenamtlichen vorbeiregieren. Das dürfen wir auch nicht. Das wird nicht funktionieren. Das sollten alle, die auch in Zukunft Verantwortung haben, beherzigen. Meine Damen und Herren, die Flüchtlingskrise hat uns aber eben nicht nur eindrucksvoll die Bedeutung des Ehrenamts vor Augen geführt. Ich muss natürlich gestehen, sie hat mich auch nachdenklich gemacht. Fast überall in der Republik sind in den letzten 30, 40 Jahren Stellen in der öffentlichen Verwaltung abgebaut worden. In Mecklenburg-Vorpommern machen wir das sinnvollerweise seit 25 Jahren auch sehr konsequent. Natürlich war und ist das auch gerechtfertigt. Es gibt unmittelbar und gab unmittelbar nach der Wiedervereinigung auch zu viel Staatsbedienstete. Und auch der technische Fortschritt führt zu weiteren Einsparmöglichkeiten. Wir haben uns Vergleichswerte angesehen, Controlling-Instrumente eingeführt, mit verschiedenen Maßnahmen die Produktivität der Mitarbeiter immer weiter erhöht. Alles mit dem Ziel, eine effektive Verwaltung in Deutschland, in den Bundesländern, in den Kommunen aufzustellen. Und es ist richtig, wir müssen mit dem Geld der Steuerzahler schließlich sorgsam umgehen und wollen unseren Kindern auch keine Altlasten hinterlassen. Das ist uns bisher in beeindruckender Weise gelungen. 10 Jahre keine neuen Schulden, das ist schon außergewöhnlich. Erst recht, wenn man sich die Entwicklung in unseren anderen Ländern vor Augen führt. Dieses Ziel dürfen wir auf keinen Fall in den kommenden Jahren und Jahrzehnten aus den Augen verlieren. Aber vielleicht mahnt uns auch die aktuelle Situation, dem einen oder anderen Fall andere Schwerpunkte zu setzen. Denn bei allen Berechnungen und Prognosen in Deutschland haben wir alles,
immer unter der Rubrik von Schönwetterlagen betrachtet. Was benötigen wir in dem und dem Rahmen, in dem und dem überschaubaren Zeitraum? Wird die Herausforderung größer in Gänze, müssen wir eine neue Diskussion in Gänze führen. Ich halte das für wichtig und auch für richtig, dass diese Diskussion in Deutschland geführt werden wird. Meine Damen und Herren, unser Land hat sich in seinen ersten 25 Jahren nach der Wiedervereinigung deutlich zum Positiven verändert. Mecklenburg-Vorpommern ist heute ein modernes, ein fortschrittliches Land. Wir alle, Bürger und Politik, tragen Verantwortung dafür, dass das so bleibt. Nur wenn die Menschen vor Ort anpacken und die Weiterentwicklung mitgestalten, werden wir die Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte erfolgreich meistern. Unsere Aufgabe als Politik wird es sein, diese Menschen dabei tatkräftig zu unterstützen, zu begleiten, in dem einen oder anderen Fall auch mehr zuzuhören bzw. auf die Menschen zuzugehen. Ich will, dass Mecklenburg-Vorpommern weiterhin ein Land des Aufbruchs wird. Es soll ein Land der Chancen und der Perspektiven werden, ob im Tourismus, im Maschinenbau, bei der Energiewende, in der Gesundheitswirtschaft, bei der Kooperation im Ostseeraum oder der Zusammenarbeit mit unseren europäischen Partnern. Wir haben viele, viele Möglichkeiten. Wir müssen sie nur gemeinsam nutzen wollen. Früher bedeutete Aufbruchsstimmung, ich mache mich auf den Weg gen Westen. Heute heißt Aufbruchsstimmung bei uns, dass wir vorangehen, dass wir investieren, dass wir weiterentwickeln, dass wir unser Schicksal selbst in die Hand nehmen, dass die jungen Menschen wieder zurück nach Hause kommen, dass wir schönes Wohnen mit guter Arbeit verbinden, dass wir auch in schwierigen Situationen zusammenhalten und uns helfen und uns gegenseitig voranbringen. Arm und reich, jung und alt, Deutsche und Flüchtlinge. Und mit dieser Aufbruchsstimmung wollen wir die Entwicklung unseres Landes in großen Schritten voranbringen. Wir werden das Land weiter aufbauen. Wir werden weiter in Infrastruktur, in Bildung investieren. Wir werden die Zentren weiter stärken und den ländlichen Raum lebendig gestalten. Und wir werden alles daran setzen, dass beide an einem Strang ziehen. Denn wir machen das schließlich hier alle gemeinsam, egal ob Regierende oder Opposition, nicht zum Selbstzweck. Oder sollten es nicht zum Selbstzweck machen. Es geht immer um den Menschen. Er steht im Mittelpunkt und für ihn sollten wir das Land auch weiterentwickeln. Dafür alles Gute, viel Erfolg und herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank, Herr Innenminister. Das Wort hat jetzt der Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion, Herr Dr. Nisiri.